In diesem Video möchte ich versuchen, einen kurzen und prägnanten Überblick über alle üblichen Netzwerkberechnungsverfahren zu geben, die es so gibt. Und dazu zähle ich mal die Zweigstromanalyse, die Maschenstromanalyse, die Knotenspannungsanalyse, das Superpositionsprinzip und dann die Zweipol- und Vierpoltheorie. So, diese Verfahren schauen wir uns jetzt mal an einem Beispiel an. Und das ist das gleiche Beispiel, das ich auch schon benutzt habe, um die Netzwerkstruktur, also Knoten und Masche und vollständigen Baum zu erklären. Das besteht aus einer Spannungsquelle und aus drei Widerständen und aus noch einer Spannungsquelle hier hinten. Und ups, hier unten sind die alle wieder miteinander verbunden. So, und diese Quelle ist die Quelle Q1. Das ist die Quelle Q2 und die Widerstände heißen R1 und R2 und das ist der Widerstand R3. So, und wir beginnen mal mit der Zweigstromanalyse. Und das Ziel der Zweigstromanalyse ist es jetzt eben, alle Zweigströme auszurechnen. Diese Zweigströme male ich mal hier ein. Das wäre der Zweigstrom I1, das wäre der Zweigstrom I2 und das wäre dann zum Beispiel der Zweigstrom I3. Also in allen drei Zweigen sind jetzt der Zweigströme eingezeichnet. Hier habe ich jetzt wie man die Richtung festlegt, ist in dem Sinne vollkommen beliebig und ich habe die jetzt einfach mal so nummeriert, wie die Widerstände sind. Also der Strom I1 durch den Widerstand R1 und so weiter. So, und ja, wenn wir jetzt diese Netzwerk berechnen und dann entsprechendes Gleichungssystem zu aufstellen, brauchen wir noch Spannung und müssen die Spannungsabfälle berücksichtigen. Also bezeichne ich immer auch noch die Spannung und nenne diese Spannung, die über dem Widerstand R1 abfällt, auch U1 und diese Spannung hier U2 und diese Spannung dementsprechend U3. Und ja, die Spannungspfeile sind jetzt so festgelegt, dass die halt in die gleiche Richtung zeigen wie die Strompfeile jeweils. Man könnte die auch in die andere Richtung festlegen, aber wenn man das andersrum machen würde, dann würde das Ohmsche Gesetz eben nicht U ist R mal I heißen, sondern U ist minus R mal I. So, und ja, jetzt ist das Prinzip der Zweigstromanalyse eigentlich nur, dass man alle unabhängigen Knotensätze aufschreibt, dass man alle unabhängigen Maschensätze aufschreibt und dass man die Stromspannungsbeziehung dort einsetzt und dann hat man eigentlich auch schon sein Gleichungssystem, was man lösen kann. Wichtig ist, damit das Gleichungssystem lösbar ist, dass diese Gleichungen linearunabhängig voneinander sind. Dazu gibt es eben diese Methode mit dem vollständigen Baum, den zeichne ich jetzt mal hier in gelb ein, also zum Beispiel das hier wäre ein vollständiger Baum. Das ist eine Verbindung von diesen beiden Knoten, ohne dass es einen vollständigen Umlauf gibt. Und jetzt könnten wir eben diesen vollständigen Baum über diese Masche hier schließen oder über diesen verbleibenden Zweig schließen. Dann wäre das die eine Masche und dann könnten wir das noch hier drüben machen. Dann hätten wir die zweite Masche. Also wir brauchen zwei Maschensätze und weil es zwei Knoten gibt und man immer einen weniger Knotensätze braucht, brauchen wir einen Knotensatz, um dieses Netzwerk zu beschreiben. So, und die schreiben wir jetzt mal auf. Also die Maschensätze würden dann lauten, zum Beispiel in dieser Masche, die Spannung UQ1, also von hier nach hier, muss genauso groß sein wie die Summe von U1 und U3. Also gilt UQ1 ist gleich U1 plus U3. Und der zweite Maschensatz, den können wir genauso aufschreiben, die Spannung U3 von hier nach hier muss genauso groß sein wie die Spannung U2 plus die Spannung UQ2. U3 ist gleich U2 plus UQ2. So, als Knotensatz können wir aufschreiben, dass der Strom I1 genauso groß sein muss wie die Summe von I2 und I3, also der hinfließende Strom muss genauso groß sein wie die Summe der abfließenden Ströme. Und jetzt hätten wir eben noch die
Stromspannungsbeziehungen an den Bauelementen. Da das hier nur Widerstände sind, ist das immer das ohmsche Gesetz. Also U1 ist R1 mal I1. Bis jetzt habe ich ein großes I geschrieben. I1, U2 ist gleich R2 mal I2 und U3 ist R3 mal I3. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur die Stromspannungsbeziehung nehmen und die hier einsetzen und da einsetzen und dort einsetzen. Das mache ich mal hier drunter. Dann steht da UQ1 ist gleich R1 mal I1 plus R3 mal I3. Und aus dem zweiten Maschengesetz ergibt sich R3 mal I3 ist gleich R2 mal I2 plus UQ2. So, und wenn wir jetzt mal das hier zusammenzählen, dann stellen wir fest, dass hier unten, was ich jetzt blau umkästle, das ist ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen und genau drei Unbekannten, nämlich I1, I2 und I3. Und die Spannung UQ1 und die Spannung UQ2 und die Werte von den drei Widerständen, die würden wir typischerweise wissen, sodass man jetzt dieses Gleichungssystem lösen kann. Natürlich vorausgesetzt, man ist in der Lage, ein lineares Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten zu lösen, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Problem der Elektrotechnik, sondern eher ein Problem der Mathematik. Aus elektrotechnischer Sicht hätten wir jetzt dieses Netzwerk und die drei unbekannten Zweigströme mit Hilfe der Zweigstromanalyse berechnet. So, das, was wir uns als nächstes anschauen, ist jetzt die Maschenstromanalyse. So, die Idee der Maschenstromanalyse ist jetzt folgende. Das war jetzt unklug. So, die Idee der Maschenstromanalyse ist folgende. Wir nehmen diesen Knotensatz hier und versuchen eben Ströme durch Maschenströme zu ersetzen. Ohne jetzt hier großartig zu erklären, was ein Maschenstrom ist, kann man die Idee sich ja auch recht einfach vorstellen, wenn wir mal diesen Knotensatz nehmen und in Richtung von I3 umstellen. Und der Strom I3 ist der Strom, der hier in beiden Maschen vorkommt. Der kommt sowohl in dieser linken als auch in dieser rechten Masche vor. Und der taucht auch hier in beiden Maschensätzen auf, wenn man da die Stromspannungsbeziehung einsetzt. Und der taucht auch in diesem Knotensatz auf. Wenn wir jetzt diesen Knotensatz mal in Richtung von dem Strom I3 umstellen, dann steht da I3 ist gleich I1 minus I2. Und das nehmen wir jetzt wiederum und setzen das in die zwei Maschensätze hier unten ein. An diese Stelle. So, und dann schreibe ich die Maschensätze nochmal neu auf. Dann steht da UQ1 ist gleich R1 mal I1 plus R3 mal I1 minus I2. Und aus dem zweiten Maschensatz ergibt sich R3 mal in Klammern I1 minus I2 und den Rest einfach abgeschrieben. So, und diese Ströme I1 und I2 wären eben Ströme, die jeweils nur in dieser Masche hier fließen. Der Strom I1 fließt nur in dieser Masche und der Strom I2 fließt nur in der zweiten Masche. Und wenn wir eben den Knotensatz hier so umformen, dass wir den Strom, der in beiden Maschen fließt, dann entsprechend hier einsetzen und eliminieren, dann stellen wir fest, dass jetzt wieder in Blau umkästet wir ein Gleichungssystem bekommen, was nur noch zwei Gleichungen und zwei Unbekannte hat. Also wir mussten jetzt ein bisschen mehr Grips reinstecken, dieses Gleichungssystem hier aufzustellen. Aber dieses Gleichungssystem ist jetzt kleiner und einfacher und leichter zu lösen, weil es nur noch zwei Gleichungen und zwei Unbekannte hat, beziehungsweise weil es eben nur noch so viele Gleichungen und Unbekannte hat, wie es unabhängige Maschen in diesem Netzwerk gibt.
und das sind 2. Das ist die Idee der Maschenstromanalyse. Also ein bisschen mehr Grips reinstecken, das Gleichungssystem aufzustellen, dafür ein kleineres Gleichungssystem mit weniger Unbekannten zu erlangen. Und ja, allgemein macht man das eben, indem man die Zweigströme in diese Maschenströme aufteilt. Was wir jetzt hier sehr rudimentär getan haben, indem wir diesen Maschensatz, indem wir diesen Knotensatz hier eingesetzt haben. Also das Ziel ist, die Anzahl der Unbekannten in dem Gleichungssystem zu reduzieren. So, das gleiche Ziel verfolgt jetzt auch die Knotenspannungsanalyse. Und jetzt muss ich mal hier unten ein bisschen großzügig Platz schaffen. Also das Ziel der Knotenspannungsanalyse ist auch, die Anzahl der Unbekannten zu reduzieren. Aber wir starten jetzt mit dem Knotensatz, der hier oben jetzt noch übergeblieben ist. Also wir starten mit diesem Knotensatz und wir setzen in diesem Knotensatz mal die Stromspannungsbeziehung ein. Und zwar so jeweils nach dem Strom umgestellt. Also würde sich aus dem Knotensatz ergeben, U1 durch R1 ist gleich, der Strom I2 wäre U2 durch R2. Und der Strom I3 wäre U3 durch R3. Ja, und jetzt macht man bei der Knotenspannungsanalyse Folgendes. Man ersetzt die Zweigspannung, also U1, U2 und U3 sind ja die Zweigspannung, die ersetzt man durch die sogenannten Knotenspannungen. Und die Knotenspannung erhält man, indem man einen Knoten als Bezugsknoten festlegt. Der bekommt die Nummer 0. Das wäre zum Beispiel hier mal der Knoten hier unten. Und jetzt werden die anderen Knoten, auch die unechten Knoten, einfach fortlaufend durchnummeriert. Also das wäre der Knoten 1, das wäre der Knoten 2, das wäre der Knoten 3. Und jetzt gibt es immer Knotenspannungen, die von dem jeweiligen Knoten zu dem Bezugsknoten gehen. Also wir hätten eine Knotenspannung, ich zeichne die mal vielleicht in Rot ein, eine Knotenspannung, die hier lang geht, das wäre die Knotenspannung 1. Knotenspannung 1, dann hätten wir eine Knotenspannung, die von dort oben hier runter geht. Das wäre die Knotenspannung 2. Und dann hätten wir noch genauso von diesem Knoten eine Knotenspannung, die zeichne ich mal hier außen rum, die hier zu dem Knoten runter geht. Das wäre die Knotenspannung 3. So, in diesem einfachen Beispiel kann man sich das jetzt vielleicht auch ein bisschen sparen, weil man sieht, die Knotenspannung 1 ist genau die gleiche wie die Quellspannung UQ1. Und die Knotenspannung 3 ist die gleiche Spannung wie die Quellspannung 2. Und die Knotenspannung 2 ist die gleiche Spannung, die hier über den Widerstand R3 abfällt, die Spannung U3. Also in dem Fall kann man sich diese Knotenspannung auch sparen und kann trotzdem halt weiter einfach UQ1, UQ2 und U3 schreiben. So, und die Idee ist jetzt eben, in unserem Knotensatz die Zweigspannung, die hier noch drin stehen, durch diese Knotenspannung auszudrücken. Und zwar, indem wir jetzt die Maschen, eigentlich indem wir diese Maschensätze hier oben umstellen in Richtung der Spannungen, die eben nicht solche Knotenspannungen sind. Und die Spannungen, die nicht Knotenspannungen sind, sind die Spannung U1 und die Spannung U2. UQ1 ist die Knotenspannung am Knoten 1, U3 ist die Knotenspannung vom Knoten 2 und UQ2 ist die Knotenspannung vom Knoten 3. Das sind keine Knotenspannungen, in diese Richtung müssen wir umstellen. So, also mache ich mal von hier einen Pfeil nach dort und von hier einen Pfeil ebenfalls nach dort und stelle mal diese beiden Gleichungen in Richtung von U1 und U2 um. Dann folgt aus der ersten Gleichung U1 ist UQ1 minus U3. Und aus der zweiten Gleichung folgt U2 ist gleich U3 minus UQ2. So, und diese Gleichung nehmen wir jetzt wieder rum und setzen die in unseren Knotensatz ein, den wir ja gerade in Form von den Zweigspannungen hingeschrieben haben. So, und das schreibe ich jetzt noch hier drunter, dann folgt daraus UQ1 minus U3 durch R1 auf der linken Seite und auf der rechten Seite ergibt sich dann U3 minus
UQ2 durch R2 und das U3 durch R3 kann man einfach abschreiben. So, und ja, was haben wir jetzt geschafft? Wir haben jetzt geschafft, das Netzwerk zu lösen. Denn wir haben jetzt ein Gleichungssystem mit nur noch einer Gleichung und einer Unbekannten, nämlich der unbekannten Spannung U3. Und mit dieser Gleichung UQ1, UQ2, die drei Widerstände wissen wir, die können wir jetzt hier einsetzen und können das in Richtung von der Spannung U3 umstellen und die Spannung U3 ausrechnen. Und wenn wir die Spannung U3 haben, dann können wir die Spannung U3 wieder hier in diese beiden Sätze einsetzen, können die beiden Spannungen U1 und U2 ausrechnen. Und wenn wir die beiden Spannungen U1 und U2 haben, dann können wir die hier oben in unsere Stromspannungsbeziehung einsetzen und können daraus jeweils die Zweigströme ausrechnen. Also wir haben die Zweigspannung in unserem Netzwerk in diese Knotenspannung aufgeteilt, haben diese Knotenspannung in den Knotensatz hier oben eingesetzt, mit dem Ziel eben auch die Anzahl der Unbekannten in dem Gleichungssystem zu reduzieren. Und weil es in diesem Netzwerk eben nur zwei Knoten gibt und damit nur zwei echte Knoten und damit nur einen unabhängigen Knotensatz, den wir für diesen Knoten hier oben aufgeschrieben haben, ja, ergibt sich hier eben auch nur ein Gleichungssystem mit einer Gleichung und einer Unbekannten, also eigentlich nicht wirklich ein Gleichungssystem. So, der ganz große Vorteil an dieser Knotenspannungsanalyse ist jetzt auch, man beginnt eben mit dem Knotensatz. Also man fängt an, das Gleichungssystem aus den Knotensätzen herzuleiten und deshalb muss man keine unabhängigen Maschen finden. Also wir haben jetzt hier zwar unsere Knotenspannung aus den Maschensätzen hergeleitet, aber das hätten wir auch auf anderem Wege geschafft. Man muss nicht die Methode mit diesem vollständigen Baum anwenden bei der Knotenspannungsanalyse, um die unabhängigen Maschen zu finden. Stattdessen reicht es wirklich aus, einen beliebigen Knoten als Bezugsknoten festzulegen, so wie den hier unten mit der Nummer 0 und alle anderen fortlaufend durchzunummerieren. Das ist eigentlich dann am Ende der ganz große Vorteil an der Knotenspannungsanalyse. Man spart sich den vollständigen Baum, man braucht keine unabhängigen Maschen finden, und man kommt relativ schnell zu einem sehr kleinen Gleichungssystem mit wenig Unbekannten, das sich einfach lösen lässt. So, das waren die drei Netzwerkberechnungsverfahren, die auf das Lösen eines Gleichungssystems hinauslaufen. Und die anderen Berechnungsverfahren, also Superpositionsprinzip und die Zweipol- und Vierpol-Theorie, ja, da gibt es eigentlich nicht wirklich ein Gleichungssystem, was man lösen muss, sondern man versucht eben andersweitig ja, ein Gleichungssystem zu vermeiden und trotzdem die Ströme und Spannung in dem Netzwerk zu berechnen. So, jetzt schaffen wir hier ein bisschen Platz. Das Netzwerk, da sind jetzt hier sehr viele Ströme und sehr viele Spannungen eingezeichnet und sehr viele Pfeile. Ich lasse das jetzt trotzdem mal so. Jetzt schauen wir uns das Superpositionsprinzip an. Jetzt geht es darum. So, die Idee von dem Superpositionsprinzip ist jetzt, man kann sich das Gleichungssystem auch vermeiden, wenn man ja, jeweils immer nur eine Quelle betrachtet. Also zum Beispiel, wir betrachten mal nur diese Quelle und denken uns diese Quelle weg. Und dann betrachten wir nur diese Quelle und denken uns diese Quelle weg. Und am Ende addieren wir diese beiden Sachen auf. Das funktioniert sehr gut, aber nur so lange, wie dieses Netzwerk linear ist. Also wie alle Bauelemente in diesem Netzwerk lineare Bauelemente sind. Da das hier Widerstände sind und einfach Spannungsquellen, funktioniert das sehr gut. Wenn da jetzt Dioden zum Beispiel drin vorkommen würden, würde das nicht mehr funktionieren. So, das Problem ist jetzt, man kann jetzt mit dem Superpositionsprinzip zwar das Gleichungssystem vermeiden, aber nicht mehr alle Ströme auf einmal ausrechnen. Also wir konzentrieren uns jetzt mal darauf, nur den Strom I1 hiervon auszurechnen an dieser Stelle. So, und wie schon gesagt, betrachten wir erstmal nur diese Quelle hier vorne und denken uns diese Quelle weg. Ich deute das mal hier an, indem ich die jetzt einfach wegstreiche.
Und ja, weil das eine Spannungsquelle war, wenn man diese Spannungsquelle wegstreicht, dann geht sozusagen der Kreis weg, der Ring weg, dann wird aus der Spannungsquelle ein Kurzschluss. Das liegt eben daran, weil die ideale Spannungsquelle einen unendlich kleinen Innenwiderstand hat. So, jetzt sieht das Netzwerk in der Hinsicht schon einfacher aus, als dass wir nur noch eine Quelle haben und wir diesen Strom I1, der jetzt von dieser Quelle UQ1 getrieben wird, vergleichsweise einfach ausrechnen können. Das ist nämlich einfach die Quellspannung von der Quelle UQ1 durch den Gesamtwiderstand dieser Schaltung, und das ist eben der Widerstand R1, und diese beiden Widerstände R2 und R3 sind parallel. Also steht hier R1 plus R2 parallel R3. Ja, und wenn wir jetzt wissen, wie groß UQ1 ist und wie groß die Widerstände sind, könnten wir das einfach ausrechnen. So, dann können wir uns jetzt die Quelle UQ2 wieder dazu denken und dafür die Quelle UQ1 wegdenken. Und auch aus der wird einfach ein Kurzschluss. So, und jetzt rechnen wir eben wieder den Strom hier vorne an der Stelle aus, aber jetzt von der Quelle UQ2 getrieben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter. Also wir können erstmal ausrechnen, welchen Strom diese Quelle hier in diese Richtung treibt. Also sozusagen da, wo der Strom I2 fließt, aber in umgekehrter Richtung. Das wäre genauso wie eben, also die Quellspannung durch den Gesamtwiderstand dieser Schaltung, aber jetzt aus der Sicht von der Quelle UQ2. Und dann wäre das der Widerstand R2 und R1 parallel R3. Also R2 plus R1 parallel R3. So, und jetzt möchten wir diesen Strom ja nicht nach links fließend haben, sondern nach rechts fließend. Also kommt hier vor ein Minus. Jetzt hätten wir sozusagen den Strom I2 ausgerechnet. Und um jetzt aus dem Strom I2 den Strom I1 rauszubekommen, müssen wir nochmal die Stromteilerregel anwenden, denn ja, aus Sicht von dieser Quelle ist der Strom I2 ja der Gesamtstrom, und das ist sozusagen ein Teilstrom. Und die Stromteilerregel sagt uns jetzt, wenn wir diesen Teilstrom rausbekommen wollen, müssen wir den Widerstand im anderen Zweig nehmen. Das ist der Widerstand R3 durch die Summe dieser Widerstände im Sinne von diesem Maschenumlauf. Das wäre R1 plus R3. So, und auch hier, wenn wir die Werte von den Quellen und den Bauelementen wissen, können wir jetzt diesen Strom ausrechnen. Und jetzt kommt eben der letzte und entscheidende Schritt, nämlich die Superposition, die dann sagt, den tatsächlichen Strom I1, den können wir jetzt einfach aus diesen beiden Anteilen ausrechnen. Also der Strom I1, der von der Quelle UQ1 getrieben wurde, und der Strom I1, der von der Quelle UQ2 getrieben wurde. Also zusammengefasst, wir betrachten die Wirkung jeder Quelle einzeln und anschließend überlagern wir diese Anteile. Ein Vorteil ergibt sich dann, wenn das Netzwerk halt vergleichsweise wenig Quellen hat, weil dann reduziert sich halt tatsächlich der Rechenaufwand. Wenn man sehr viele Quellen hat, dann muss man ja für jede Quelle einzeln den entsprechenden Anteil ausrechnen, dann hat man nichts gewonnen. Und genauso sehen wir auch, wir können damit jetzt eigentlich erstmal nur den Strom an einer Stelle ausrechnen. Also wenn man den Strom wieder an allen Stellen im Netzwerk wissen will, ist Superposition vielleicht auch nicht die geeignetste Methode, um das auszurechnen. Ja, das nächste Verfahren, was man betrachten kann, ist die Vierpoltheorie. Ich fange mal mit der Vierpoltheorie an, weil bei der Zweipoltheorie muss ich das Netzwerk ein bisschen umzeichnen und ich habe keine Lust, das gleich nochmal neu zu zeichnen. Also ziehen wir die Vierpoltheorie mal vor. Ja, die Idee der Vierpoltheorie ist, ja, sich jetzt vier Pole sozusagen in dieses Netzwerk reinzudenken. Ich male mal erstmal die Quelle UQ1 wieder hin, die hier rausgestrichen wurde. Also, ja, zum Beispiel trennen wir mal die Quelle UQ1 ab, indem wir uns hier so einen Anschluss denken und hier einen Anschluss und hier einen Anschluss und hier einen Anschluss. Dann wäre das, was hier in der Mitte überbleibt,
Das wäre unser eigentliches Netzwerk oder unser eigentlicher Vierpol, ne, mit den 1, 2, 3, 4 Polen und mit den zwei Toren. Das wäre das Eingangstor und das hinten wäre das Ausgangstor. Und diese beiden Quellen haben wir jetzt abgetrennt. So, und jetzt sagt die Vierpol-Theorie, dass man, um dieses Netzwerk zu beschreiben, solche Vierpol-Gleichungen aufschreiben kann. Am kompaktesten kann man das machen, indem man die in Matrixform aufschreibt. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das eben aufzuschreiben. Hier würde sich jetzt die Leitwertform oder die Admittanzform anbieten. Was einfach nur Widerstände sind, können wir beim Begriff Leitwert bleiben. Und ja, hier den Strom I1, hier hinten der Strom, der hier rausfließt, wäre ja genauso der Strom I2. Und diese beiden Ströme am Eingangstor und am Ausgangstor, die könnten wir jetzt zum Beispiel ausrechnen. Und die zugehörige Vierpolgleichung würde dann eben lauten I1 und I2 in einem also in einem Spaltenvektor mit zwei Zeilen würde sich eben ergeben aus diesen Vierpolparametern G11, G12, G21 und G22 in Form von so einer quadratischen 2x2 Matrix und dann eben aus den Spannungen, die wir jeweils an den Toren haben. Und das wäre hier die Spannung UQ1 am Eingang und hinten wäre es die Spannung UQ2 am Ausgang. So, die Spannung wissen wir. Wenn wir die Spannung wissen und wenn wir diese G-Parameter auch wissen würden, dann könnten wir auch diese Ströme hier ausrechnen. Jetzt muss man halt, wenn man das machen will, noch ein bisschen Grips reinstecken. Wie kann man jetzt halt diese Vierpol-Parameter ausrechnen? Und ja, das kriegt man jetzt halt so hin, indem man sich diese Matrixgleichung letztendlich einmal ausmultipliziert aufschreiben würde. Und sich dann überlegt, also das G11 wäre genau I1 durch U1 oder durch UQ1 für den Fall, dass das UQ2 0 ist. Also I1 durch UQ1 oder durch U1 für den Fall, dass das UQ2 gleich 0 wäre. So, wenn wir das jetzt so aufschreiben, ja, dann kann man zum Beispiel den Strom I1, das haben wir eben schon mal gemacht, ausrechnen. Das wäre eben UQ1, ich schreibe mal das UQ1 noch nicht hin, durch den Gesamtwiderstand von diesem Netzwerk im Sinne oder aus Sicht dieser Quelle UQ1. Das wäre wieder R1 plus R2 parallel R3. No, und dann würde sich noch dieses UQ1 hier wegkürzen. Das schreibe ich jetzt nicht hin, sodass der G11-Parameter, der in dieser Matrix drin steckt, den könnten wir jetzt eben so ausrechnen. Mit Hilfe dieser Herleitung. Genau das gleiche kann man jetzt für die anderen Parameter machen. Das G12 würde sich dann ergeben aus dem I1 durch dem UQ2 für den Fall, dass UQ1 gleich 0 ist. So, das ist jetzt genauso wie eben bei dem Superpositionsprinzip. Wir denken uns jetzt diese Quelle hier hinten und wollen jetzt aus Sicht dieser Quelle hier hinten den Strom dort vorn ausrechnen. Also brauchen wir einmal wieder den Strom, der sozusagen hier fließt. Das wäre wieder minus die Spannungsquelle, die sich dann wegkürzt, deswegen schreibe ich gleich eine 1 hin, minus 1 durch den Gesamtwiderstand dieser Schaltung aus Sicht dieser Quelle. Das wäre R2 plus R1 parallel R3. Jetzt hätten wir den Strom hier I2, der aber in linke Richtung fließen würde. Und um daraus jetzt den Strom I1 zu machen. Nein, halt. Also mit dem Minus davor wäre es schon der Strom, so wie der Strom I2 hier eingezeichnet ist, in rechter Richtung. Ne? Und um daraus den Strom I1 zu machen, müssen wir die Stromteilerregel anwenden. Und die würde halt lauten, der Widerstand, wo der Strom nicht durchfließt, der Widerstand R3 durch den Gesamtwiderstand im Sinne von dem Maschenumlauf, das wäre
der Widerstand R1 plus der Widerstand R3. Dann hätten wir diesen zweiten G-Parameter ausgerechnet. Und es geht weiter mit dem dritten G-Parameter hier unten. Der würde sich ergeben aus dem Strom I2 durch der Spannung UQ1 für den Fall, dass wieder UQ2 gleich 0 ist. Jetzt hätten wir die Quelle wieder hier vorne, wollen aber den Strom hier hinten wissen. Also rechnen wir erstmal wieder den Strom hier vorne aus. Das wäre wieder die Quelle, die sich wegkürzt. Und dann entsprechend genauso wie hier oben 1 durch R1 plus R2 parallel R3. Und jetzt müssen wir nochmal die Stromteilerregel hier hinten anwenden. Und das wäre wieder der Widerstand, wo der Strom nicht durchfließt, der Widerstand R3 durch den Gesamtwiderstand im Sinne dieses Maschenumlaufes, das wäre R2 plus R3. Und für den letzten G-Parameter, den kann man dann entsprechend berechnen aus I2 durch UQ2 für den Fall, dass UQ1 gleich 0 ist. Ja, und das ist jetzt auch wieder relativ einfach. Also die Quelle ist hier hinten und uns interessiert jetzt letztendlich der Gesamtstrom in dieser Schaltung, aber in umgekehrter Richtung. Also minus die Quelle, die sich wegkürzt, also schreibe ich gleich eine 1 hin, durch R2 plus R1 parallel R3. So, und durch diese Bestimmungsgleichung, die wir jetzt hier unten aufgeschrieben haben, kann man diese ganzen G-Parameter ausrechnen. Und wenn wir diese G-Parameter haben, dann kann man hier oben in diese Matrixgleichung einsetzen und kann dann die Werte der Spannungsquellen einsetzen und kann damit diese beiden Ströme ausrechnen, die zum Beispiel hier am Eingang und am Ausgang fließen. Das ganze Verfahren sieht jetzt auf den ersten Blick oder für dieses Netzwerk hier angewendet erstmal relativ kompliziert aus. Hat dann aber den Vorteil, dass ja, wenn man jetzt mehrere von diesen vier Polen hat und die zum Beispiel aneinander schaltet in Form einer Kette oder parallel oder in Reihe und man eben schon einmal diese Vierpolparameter bestimmt hat, dann ist es sehr einfach aus diesen Vierpolparametern, die man halt schon mal für einen so ein Vierpol, für so ein Zweitor bestimmt hat, die Vierpolparameter von der Gesamtschaltung auszurechnen. Also in diesem Beispiel erschließt sich hier der Sinn vielleicht nicht ganz, was jetzt daran besonders einfach oder besonders vorteilhaft sein soll. Dazu müsste man sich jetzt ein komplizierteres Beispiel anschauen. Aber man sieht, man muss ein bisschen Grips reinstecken, diese Parameter zu bestimmen. Wenn man die dann aber mal hat, dann ist es vergleichsweise einfach, eben für beliebige Spannungen hier diese Ströme auszurechnen. Ja, also jetzt könnte ich hier beliebige Werte von den Spannungsquellen einsetzen und trotzdem immer die Ströme ausrechnen. So, dann bleibt als letztes noch über sich die Zweipoltheorie anzuschauen. Dazu braucht man wieder großzügig Platz. Upsi. Und ja, die Idee der Zweipoltheorie zieht jetzt in die gleiche Richtung wie die Vierpoltheorie, bloß dass wir eben halt nur zwei Pole betrachten und das Netzwerk so stückchenweise vereinfachen. Das ist immer mit ein bisschen Umzeichenaufwand verbunden. Also die Idee ist, wir konzentrieren uns mal wieder auf den Strom hier vorne, den wir schon beim Superpositionsprinzip auch ausgerechnet haben, diesen Strom I1 hier. So, und die Idee ist jetzt, den Rest der Schaltung so zu vereinfachen, stückchenweise, dass man halt am Ende diesen Strom I1 recht einfach ausrechnen kann. So, und der Rest der Schaltung wäre also hauptsächlich das, was hier hinten ist, diese rechte Masche. So, und die Zweipoltheorie sagt jetzt, dass man eine Spannungsquelle mit einem Reihenwiderstand umwandeln kann in eine Stromquelle mit einem Parallelwiderstand. Und das ist sinnvoll, das hier zu tun, weil wenn wir diese Spannungsquelle mal mit diesem Reihenwiderstand umwandeln in eine Stromquelle mit einem Parallelwiderstand, dann können wir diese beiden Widerstände hier zusammenfassen. Also machen wir das mal aus diesem Netzwerk. Machen wir jetzt folgendes Netzwerk. Ich versuche das mal möglichst kompakt zu zeichnen. Also das ist immer noch die Quelle UQ1, das ist immer noch der Widerstand R1.
Das ist auch immer noch der Widerstand R3. So, und aus dieser Spannungsquelle mit diesem reinen Widerstand machen wir jetzt eine Stromquelle. Mit Parallelwiderstand. Und dieser Widerstand ist immer noch der Widerstand R2. Wenn der Spannungspfeil an der Spannungsquelle nach unten zeigt, dann treibt diese Spannungsquelle den Strom nach oben. Also zeigt diese Stromquelle hier nach oben und die nenne ich mal IQ2. So, und hier ist das entsprechend verbundenes Netzwerk und hier und hier. So, und also dieser Widerstand ist immer noch Widerstand R2. Und den Wert von dieser Spannungsquelle IQ2, den können wir jetzt ausrechnen aus dem UQ2, das wir vorher mal hatten, und aus dem Serienwiderstand, den wir vorher mal hatten. Also aus dem Serienwiderstand wird einfach der Parallelwiderstand und aus dieser Spannungsquelle und aus diesem Serienwiderstand ergibt sich der Wert von dieser Stromquelle. So, ja, was können wir jetzt machen? Wir können diese beiden Widerstände hier zusammenfassen zu einem neuen Widerstand. Dafür spare ich mir jetzt mal dieses Netzwerk hier komplett hinzuzeichnen. Ich radiere stattdessen hier mal in der Mitte diese beiden Sachen raus und zeichne hin, dass es jetzt hier einen gemeinsamen Widerstand gibt, nämlich den Widerstand R23. Und dieser Widerstand R23 ergibt sich einfach aus der Parallelschaltung, die wir vorher gesehen haben, von R2 und R3. Also wir haben die Spannungsquelle mit Serienwiderstand in eine Stromquelle mit Parallelwiderstand umgewandelt und haben dann die beiden Widerstände, die jetzt parallel waren, zu einem Widerstand zusammengefasst. Jetzt können wir die Stromquelle mit diesem neuen Parallelwiderstand wieder umwandeln in eine Spannungsquelle mit einem Reihenwiderstand. Also das ist immer noch die Quelle UQ1, die male ich einfach ab. Das ist der Widerstand R1. So, und aus dieser Stromquelle mit dem Parallelwiderstand machen wir jetzt wieder eine Spannungsquelle mit einem Serienwiderstand. Und der Widerstand hier oben bleibt der Widerstand R23. Und aus dieser Stromquelle, die hier nach oben zeigt, wird jetzt wieder eine Spannungsquelle, die nach unten zeigt. Und die nenne ich UQ23. Und der Wert von dieser Spannungsquelle UQ23 ergibt sich eben aus diesem Strom, von dieser Stromquelle und aus dem Parallelwiderstand, den wir jetzt in diesen Serienwiderstand überführt haben. Also IQ2 mal R23. Ja, und dieses Netzwerk, was wir jetzt durch die Umwandlung mit der Zweipoltüre erhalten haben, das ist jetzt viel einfacher auszurechnen. Also der Strom, den wir mal haben wollten, den Strom I1, den finden wir hier immer noch. Das ist der Strom hier vorne, den wollten wir ausrechnen. Und den Strom I1, den können wir jetzt viel einfacher ausrechnen. Ja, der ergibt sich ja nämlich auch einfach aus der Gesamtquellspannung in diesem Netzwerk. Das wäre halt die Spannung UQ1 minus UQ23. Und dann geteilt durch den Gesamtwiderstand in dieser Schaltung. Und das wäre der Widerstand R1 plus der Widerstand R23. Ja, man sieht, man muss so ein bisschen Grips reinstecken, das entsprechend umzuwandeln. Wobei halt jeder Umwandlungsschritt sehr einfach ist. Und wenn wir die Quelle UQ2 kennen und R2 kennen, können wir auch diesen Strom ausrechnen. Wir können diesen Ersatzwiderstand ausrechnen. Wenn wir die beiden Sachen können, können wir auch diese Ersatzquellspannung hier ausrechnen. Das alles in diese Gleichung einsetzen und können dann sehr einfach, ohne ein Gleichungssystem lösen zu müssen, diesen Strom I1 hier ausrechnen am Anfang. Also, man bekommt kein Gleichungssystem, aber man muss halt ein bisschen Grips reinstecken, das Netzwerk entsprechend umzuwandeln und zu vereinfachen. Und man kann halt im Allgemeinen auch nur wieder den Strom an einer Stelle oder eine Größe an einer Stelle ausrechnen. Und zum Beispiel
in unserem umgeformten Netzwerk hier wäre es jetzt eben total unmöglich, mal diesen Strom, den der hier vorher Strom I2 war, auszurechnen, weil den gibt es hier hinten einfach nicht mehr in der umgewandelten Variante. So, das also ein kleiner Überblick über die Netzwerkberechnungsverfahren, so wie sie eigentlich tatsächlich wirklich funktionieren, an einem Beispielnetzwerk erklärt. Was man jetzt als letztes machen kann, ist sich die Vor- und Nachteile der einzelnen Netzwerkberechnungsverfahren nochmal in einer kleinen Tabelle zusammenzufassen. Also, ja, die Verfahren, die wir uns angeschaut haben, waren eben die Zweigstromanalyse, die Maschen, Stromanalyse und die Knoten Spannungsanalyse, dann das Superpositionsprinzip und die Zweipoltheorie bzw. die Vierpoltheorie. Ja, und die Kriterien, nach denen man das Ganze jetzt mal bewerten kann, machen wir hier in der Mitte einmal einen so einen Trennungsstrich. Die Kriterien, nach denen man das Ganze jetzt bewerten kann, ist also der Aufwand, den man reinstecken muss, um das Gleichungssystem zu erstellen. Dann den Aufwand zur Lösung des Gleichungssystems und ein letztes wichtiges Kriterium wäre auf jeden Fall auch noch, kann man mit dem Verfahren auch Netzwerke mit nichtlinearen Bauelementen betrachten oder berechnen und solche nichtlinearen Bauelemente wären eben ja, alle möglichen Halbleiterbauelemente, Dioden, Transistoren, Thyristoren und so weiter. Also überall da, wo die Kennlinie keine Gerade ist, sondern irgendwelche Knicke aufweist oder eben eine E-Funktion ist oder irgendwie sowas. Ja, solche Bauelemente treten halt dann in der Praxis irgendwie leider mal relativ häufig auf. Deswegen wäre das vielleicht auch noch ein ganz entscheidendes Kriterium. So, wenn wir mal mit der Zweigstromanalyse anfangen, stellen wir fest, das war sehr einfach, da das Gleichungssystem aufzustellen. Man brauchte nur die Maschensätze und die Knotensätze. Man musste aber auf jeden Fall unabhängige Maschensätze finden, also musste man die Methode mit dem vollständigen Baum anwenden. Ja, aber immerhin noch relativ einfach. Der Nachteil ist, man kommt auf ein sehr großes Gleichungssystem mit vielen Gleichungen, vielen Unbekannten, was dann schwierig zu lösen ist. Also hier gibt es ein Plus, hier gibt es ein Minus. Nichtlinearitäten können wir dabei betrachten. Wir können in die Gleichungen, die dabei entstehen, auch einfach nichtlineare Stromspannungsbeziehungen einsetzen. Dann kriegen wir halt ein nichtlineares Gleichungssystem raus. Das werden wir dann so von Hand auf jeden Fall nicht mehr lösen können. Aber rein prinzipiell ist es erstmal möglich, also ein Gleichungssystem zu erlangen und das dann halt zum Beispiel numerisch zu lösen. So, wenn man sich jetzt mal diese Maschenstromanalyse anschaut, dann ist es da schon ein bisschen schwieriger, auf das Gleichungssystem zu kommen. Und man muss auch hier, da man eben von den Maschen ausgeht, unabhängige Maschen finden und die Methode mit dem vollständigen Baum anwenden. Deswegen gibt es auch hier nur ein Minus. Der Vorteil an der Geschichte ist, man bekommt eben ein Gleichungssystem mit weniger Gleichungen, weniger Unbekannten, das sich dementsprechend einfacher lösen lässt. Also gibt es hier ein Plus und Nichtlinearitäten, naja, die könnten wir da auch betrachten. Letztendlich nehmen wir auch nur Knotensätze und Maschensätze und formen die um und wandeln ineinander, setzen ineinander ein. Also geht das mit denselben Einschränkungen wie bei der Zweigstromanalyse auch hier. So, die Knotenspannungsanalyse hat jetzt den Vorteil, wir brauchen keinen vollständigen Baum betrachten. Und wir kommen, obwohl wir halt diese Knotenspannung betrachten müssen, auch relativ schnell und relativ einfach auf ein Gleichungssystem, das dann auch typischerweise sehr klein ist und sich dementsprechend einfach lösen lässt. Ne? Wie man in dem Beispiel gesehen hat, da war das nur noch eine Gleichung mit einer Unbekannten. Und Nichtlinearitäten könnten wir auch hier berücksichtigen, also gibt es auch hier ein Häkchen.
So, beim Superpositionsprinzip und bei Zweipol- und Vierpol-Theorie, die fasse ich jetzt mal hier gleich in einem Punkt zusammen. Ja, da gibt es ja nicht wirklich ein Gleichungssystem. Also wir nehmen halt sehr viele einzelne Gleichungen und versuchen darauf irgendwie was draus auszurechnen. Und ja, das ist halt relativ länglich. Also sagen wir mal so, der Rechenaufwand ist halt vergleichsweise groß. Dafür gibt es aber dementsprechend eigentlich überhaupt gar kein Gleichungssystem. Also das dann auszurechnen ist halt vergleichsweise einfach. So, das Problem beim Superpositionsprinzip ist, dadurch, dass man die Wirkung von jeder Quelle einzeln betrachtet, kann man auf jeden Fall keine Nichtlinearitäten betrachten. Also hier gibt es einen großen Strich oder ein großes Minus, das geht auf jeden Fall nicht. Bei der Zweipol- und Vierpol-Theorie, naja, da geht das so mit Einschränkungen, ne? Also braucht man jetzt an der Stelle vielleicht nicht weiter diskutieren. Aber ja, ganz so einfach ist das da nicht. Aber es geht schon irgendwie. So, zusammenfassend kann man jetzt festhalten, dass wenn man mal guckt, wo gibt es die meisten Plus- und die wenigsten Einschränkungen, dann ist das ganz klar die Knotenspannungsanalyse. Also das hier in der Mitte, das ist in der Praxis das Netzwerkberechnungsverfahren, das Mittel der Wahl, weil man eben auf ein kleines Gleichungssystem mit wenig Unbekannten kommt, was sich einfach lösen lässt und weil man keine Graphentheorie benutzen muss, um diesen vollständigen Baum zu finden. Sondern es reicht eben einfach aus, einen Knoten als Bezugsknoten festzulegen, die anderen Knoten fortlaufend durchzunummerieren. Dadurch ist dieses Verfahren, die Knotenspannungsanalyse, sehr einfach algorithmierbar und eben auch sehr einfach in einem Computerprogramm umzusetzen. Und deswegen basieren praktisch alle kommerziellen Netzwerksimulationsprogramme und auch alle nicht kommerziellen Netzwerksimulationsprogramme auf dieser Knotenspannungsanalyse.